Moin, moin, Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in diesem Tutorial. Heute könnte es etwas länger werden, aber glaubt mir, das ist es wert. In diesem Tutorial möchte ich euch nämlich zeigen, wie ihr zwei verschiedene Triebwerksvarianten für den X-Plane 12 Standard A330 installieren könnt. Mit diesen Triebwerksvarianten könnt ihr den Flieger dann auch so real fliegen, wie er in echt geflogen wird, nämlich mit den Pratt & Whitney 4000 und den General Electric Engines, die der auch in echt verwendet. Reale Air France oder KLM Ops sind damit dann genauso möglich wie die der Lufthansa, denn die verwenden die Rolls-Royce, die standardmäßig dabei sind. In diesem Video zeige ich euch vom Finden des Mods, vom Herunterladen, dem Entpacken, Kopieren und Editieren im PlaneMaker all das, was ihr wissen müsst und was wichtig ist, um die Triebwerke am Standard A330 des X-Plane 12 zu verwenden. Ich mache das hier am Beispiel der Pratt & Whitney 4000. Die Vorgehensweise ist aber in jedem Fall gleich. Das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Koordinaten im PlaneMaker. Aber da kommen wir gleich zu, wir wollen es ja nicht direkt am Anfang zu kompliziert machen. In der Videobeschreibung findet ihr zwei Links. Das sind die beiden Links zu den Engine Mods, nämlich zum Pratt & Whitney, das ist der in diesem Beispiel hier, und auch zum General Electric. Den sehen wir hier jetzt nicht, aber ich mache das ja auch am Beispiel vom Pratt & Whitney. Bitte beachtet dabei, dass die Mods eigentlich für den JAR Design 330 gedacht sind. Das steht auch da oben in der Beschreibung und klingt am Anfang ziemlich merkwürdig, weil man denken könnte, dass es nicht funktioniert. Ist aber Quatsch, die funktionieren, und zwar sogar ziemlich gut. Deswegen könnt ihr das JAR 330 in diesem Fall einfach ignorieren. Ihr müsst die natürlich herunterladen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Einfach auf Download this file klicken und dann in euren Downloads-Ordner wechseln. Meinen Downloads-Ordner seht ihr hier. Ich habe beide Varianten heruntergeladen. Einmal hier oben die Pratt & Whitneys und da unten die General Electrics und die dann entpackt. In meinem Fall bei Windows 11 über 7-Zip. Ihr könnt das aber natürlich auch mit dem Programm eurer Wahl tun. Wie gesagt, ist die Art der Installation komplett gleich. Ich zeige sie hier am Beispiel der Pratt & Whitney Engines. Ihr könnt sie aber 1:1 genauso für die General Electrics anwenden. Es gibt zwar Unterschiede, die sind aber nur minimal und wenn es sie gibt, dann sage ich noch einmal explizit Bescheid. In eurem Standard-Aircraft-Verzeichnis, das heißt unter X-Plane 12, Aircraft und Laminar Research, findet ihr hier den Standard A330. Wenn ihr die Triebwerke installieren wollt, dann empfiehlt es sich vorher eine Kopie oder je nachdem wie viele Engine Mods ihr installieren wollt, auch mehrere Kopien davon anzulegen. Ihr kopiert also diesen Flieger hier und fügt ihn dann dort wieder ein, wo ihr das Ganze bearbeiten möchtet. In meinem Fall ist das im Custom Aircraft Verzeichnis, also X-Plane 12 Aircraft Custom Aircraft. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich habe hier nicht nur den A330-300 in General Electric und Pratt & Whitney zusammen mit dem der Rolls-Royce Engines hat, aber im Laminar Research Verzeichnis liegt, sondern auch den A330-200 mit Rolls-Royce, General Electric und Pratt & Whitney. Für jeden Engine Mod müsst ihr euch eine eigene Kopie anlegen. Heißt also, ihr kopiert den Flieger aus dem Verzeichnis heraus, fügt ihn woanders wieder ein und benennt ihn dann nach dem Engine Mod. Falls ihr also den A330-300 wie in diesem Fall mit den Pratt & Whitney Engines ausstatten möchtet, dann benennt ihr ihn so, A330-300 PW für Pratt & Whitney. Das ist deswegen wichtig, damit ihr am Ende nicht durcheinander kommt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Liveries oder andere Dinge installieren wollt, solltet ihr wissen, was für einen Flieger ihr da eigentlich gerade vor euch habt. Und wenn ihr den Ordner umbenennt, funktioniert das ziemlich einfach und ist eindeutig. Vergesst also bitte nicht, für jeden einzelnen Engine Mod den Flieger zu kopieren, neu einzufügen, umzubenennen, so eindeutig wie es geht, wie zum Beispiel hier, und dann in diesen Flieger hinein die Dateien zu kopieren, zu denen wir gleich kommen. Wenn ihr die Mods entpackt habt, könnt ihr sie öffnen. Ihr findet darin das hier. Daran sieht man, dass die eigentlich für den JAR 330 gedacht sind. Sie funktionieren aber, wie gesagt, auch für den Standard 330. Ihr öffnet das JAR Design 330 Base Folder. Hierin findet ihr einen Ordner, der nennt sich Objects. Den öffnet ihr ebenfalls. Und hierin erhaltet ihr dann die Pratt & Whitney Engines. Diesen Ordner müsst ihr kopieren. Wenn ihr ihn kopiert habt, wechselt ihr in euer Flugzeugverzeichnis. Hier geht es ja um die Pratt & Whitney Engines. Heißt also, wir kümmern uns heute auch nur um diese Variante.
Den 330-300 Pratt & Whitney habe ich also geöffnet. In diesem Ordner findet ihr das Objects-Verzeichnis. Ihr öffnet es und findet hierin ganz, ganz viele Objekte. Die Objekte sind all das, was am Flugzeug dargestellt wird. Zum Beispiel die Fuselage, das Cockpit, Gear, Triebwerke und so weiter. Ihr habt gerade Dateien kopiert. Das sind die Pratt & Whitney Engines aus dem Mod. Diese kopierten Dateien fügt ihr hier ein. Diesen Ordner hattet ihr eben aus dem Mod kopiert und ihn jetzt in den A330 Pratt & Whitney eingefügt, den ihr nun bearbeiten wollt. Der Ordner heißt PW Engines, Pratt & Whitney Engines also, und wenn wir den kurz aufmachen, sehen wir auch, was drin ist. Einerseits Standardtexturen für die Engines und dann verschiedene Objekte. Einmal rechtes Engine, linkes Engine, die N1, das sind die Fans dazu, und hier einen Ordner mit Particles. Auch den brauchen wir gleich, aber da kommen wir noch zu. Im nächsten Schritt braucht ihr den Planemaker. Den findet ihr im X-Plane 12 Hauptverzeichnis. Ihr wechselt also einfach dorthin und seht dann hier den Planemaker. Ihr öffnet ihn, indem ihr darauf doppelklickt. Wenn ihr den Planemaker geöffnet habt, ist da entweder ein Flugzeug oder nichts geladen. In meinem Fall ist das der Laminar Research Standard A330. Mit diesem Planemaker wollen wir nun einige Dinge editieren. Wir müssen Objekte löschen, hinzufügen und deren Koordinaten verändern, um sie am Flugzeug korrekt platzieren zu können. Im ersten Schritt, nachdem ihr den Planemaker geöffnet habt, müsst ihr das Flugzeug öffnen, das ihr editieren wollt. Das tut ihr, indem ihr hier oben links auf File klickt und danach Open auswählt. Es öffnet sich ein Explorer und ihr müsst nun zu dem Flugzeug navigieren, das ihr öffnen wollt. Im Hintergrund sehen wir, dass das momentan der A330-300 von Laminar Research ist. Wir wollen aber nicht den Standard A330 editieren, immerhin hatten wir eine eigene Kopie erstellt, um genau das mit der Kopie zu tun. Finden wir also die Kopie und editieren wir diese. Wenn ihr den Flugzeugordner geöffnet habt, dann klickt ihr hier die ACF-Datei an. Die ACF-Datei ist das, was wir brauchen. Sie müssen wir öffnen, indem wir entweder hier unten rechts auf Öffnen klicken oder einen Doppelklick ausführen. Um nun weiterzumachen, klickt ihr hier oben auf Standard und wählt dann hier unten Objects aus. In meinem Fall ist das auf Englisch, auf Deutsch würde es Standard und Objekte heißen. Das, was sich da öffnet, ist eine Liste. Diese Liste beinhaltet alle Objekte, die am A330 vorhanden sind. Als erstes müssen wir hier ein Objekt ausfindig machen. Dieses Objekt sind die Rolls-Royce-Triebwerke. Da wir die nun nicht mehr brauchen, weil wir ja andere Triebwerke dran bauen wollen, müssen wir sie entfernen. Denn wenn wir das nicht tun, haben wir doppelte Triebwerke und die glitschen dann ineinander rum. Das soll nicht sein, deswegen müssen die Rolls-Royce-Triebwerke weg. Das Objekt, was ihr finden müsst, nennt sich A330-Trent-700.obj. In meinem Fall liegt das hier unten. Es ist das fünfte von oben. Ihr müsst es finden und dann hier links auf diesen grauen Button Löschen klicken. Wichtig dabei ist, dass ihr nur bei dem Objekt auf Löschen klickt, das ihr auch wirklich löschen wollt. Denn es gibt hier keine Rückmeldung, keine Rückfrage oder sonstiges, sodass das Objekt, bei dem ihr auf Löschen klickt, sofort verschwindet. Stellt also bitte unbedingt sicher, dass ihr auch das richtige Objekt löscht, denn ihr könnt das nicht rückgängig machen. In meinem Fall liegt das A330 Trent 700 Objekt hier unten und ich lösche es mit Klick auf diesen grauen Button. Weg ist es. Im nächsten Schritt scrolle ich hier mit diesem Scrollbalken ganz nach unten, ihr könnt alternativ aber auch das Mausrad benutzen. Wenn ich ganz unten angekommen bin, sehe ich hier unten links den Button Hinzufügen. Diesen klicke ich 5-mal an. Danach scrolle ich wieder ganz runter und ihr seht schon, was es bewirkt hat. Hier sind 5 neue Einträge hinzugekommen. In diese Einträge müsst ihr gleich die Objekte hinzufügen, die die Triebwerke an euer Flugzeug dran bauen. Um das zu tun, orientiert ihr euch bitte erst einmal nur an der rechten Seite. Hier seht ihr einen großen, dunklen und vor allen Dingen sehr langen Balken und links neben diesem Balken ein graues Kästchen. Wenn ihr Objekte hinzufügen wollt, müsst ihr einmal auf dieses Kästchen klicken. Es öffnet sich ein Explorer-Fenster, das direkt in das Flugzeug springt, das ihr editieren wollt. In den Objects-Ordner dieses Flugzeugs hattet ihr die Triebwerksdateien kopiert. Das bedeutet, dass ihr jetzt auch dorthin navigieren müsst. Ihr öffnet also das Objects-Verzeichnis,
sucht hierin dann das Pratt & Whitney Engines Verzeichnis. Falls ihr die General Electrics installiert, heißt das GE Engines. Öffnet es ebenfalls und seht dann hier all die Objekte, die wir uns vorhin schon mal angeschaut haben. Da ihr hier in einem Fenster seid, mit dem ihr Objekte hinzufügen wollt, sucht ihr euch natürlich die Objekte heraus, die ihr hinzufügen möchtet. Die Object-Dateien, unschwer zu erkennen, werden hier durch so ein graues Badge mit einem OBJ drauf markiert und die, die ihr hinzufügen müsst, sind in folgender Reihenfolge die Pratt & Whitney Left Engines, Pratt & Whitney Left Engines N1, das Ganze dann mit Right, also Pratt & Whitney Right Engines und Pratt & Whitney Right Engines N1 und als letztes im Ordner Particles die Particles.Object. Machen wir das also in genau dieser Reihenfolge. Um es ein bisschen einfacher zu haben, kopieren wir hier oben zuerst den Link raus, denn der führt uns am Ende immer wieder in genau diesen Ordner. Das geht dann ein bisschen schneller. Als erstes wollen wir die Pratt & Whitney Left Engines haben. Also wählen wir die aus, indem wir sie einmal mit Links an und danach hier unten auf Öffnen klicken oder einen Doppelklick darauf ausführen. Das dauert dann ein bisschen, aber ihr seht, dass in dem vormals leeren grauen Balken der Name der Object-Datei erschienen ist. Genau dasselbe machen wir jetzt auch mit den anderen Objects. Als nächstes brauchen wir die Pratt & Whitney Left Engines N1. Also gehen wir einen Eintrag nach unten, zum nächsten leeren, klicken dort wieder auf das Kästchen und sehen dann, dass uns der Planemaker wieder in den Hauptordner des Flugzeugs geschmissen hat. Da wollen wir aber nicht hin. Um jetzt die ganzen Ordner nicht alle einzeln öffnen zu müssen, nehmen wir den Link, den ihr gerade kopiert habt. Ihr klickt also da oben rein, drückt STRG V, Enter und seid wieder direkt in dem Ordner, in dem ihr die Engine-Dateien findet. Wir brauchen jetzt die Pratt & Whitney Left Engines N1, fügen die hinzu und genau dasselbe machen wir jetzt mit den gesamten anderen Engine-Objects. Wenn ihr alle hinzugefügt habt, dann ist das Ganze in folgender Reihenfolge. Pratt & Whitney Left Engines Object, Left Engines N1 Object, dann Right Engines Object, Right Engines N1 Object und am Ende die Particles. Wenn man den ein bisschen zur Seite schieben, dann sieht man schon, was da passiert ist. Nämlich, dass hier die Triebwerke hinzugefügt wurden. An einer etwas seltsamen Stelle, das sieht ein bisschen doof aus, aber die bleiben ja nicht da, denn wir verschieben sie gleich noch. Wir verschieben sie, indem wir die Koordinaten der Triebwerke ändern. Die Koordinaten werden hier auf der linken Seite festgelegt. Dafür haben wir drei Fenster. Diese Fenster definieren von links nach rechts, wie weit vorne oder hinten ein Objekt platziert ist, wie weit links oder rechts ein Objekt platziert ist und wie weit oben oder unten ein Objekt platziert ist. Wir geben hier also Koordinaten ein, die dem Planemaker damit sagen, wo sich die Triebwerke befinden sollen. Wir brauchen dabei nur das, was links von Flugzeug steht. Alles rechts davon können wir erst einmal ignorieren. Die Koordinaten, die ihr für die Pratt & Whitney Engines beim A330 300 braucht, das ist dieser Fall hier, habe ich euch in die Videobeschreibung geschrieben. Die Koordinaten für die anderen Triebwerke, das heißt die General Electrics, und die Koordinaten für die Pratt & Whitney und GEs beim 330-200 sind aber andere. Man kann sie exakt gleich einstellen, das heißt also, ihr gebt die Koordinaten genauso ein, wie ich es euch hier zeige. Es sind aber andere Werte und diese anderen Werte findet ihr in der Videobeschreibung. Schauen wir also für den A330-300, welche Werte wir bei den Pratt & Whitney Engines brauchen. Der erste Wert, der definiert, wie weit vorne oder hinten sie sind, liegt bei 080,10. Das müssen wir bei den Pratt & Whitney Left Engines, Right Engines und deren N1 Objekten einstellen. Im nächsten Feld geben wir ein, wie weit links oder rechts die Objekte platziert werden sollen. Bei den linken Objekten, das heißt Left Engines Object und Left Engines N1.Object, sind das -030,20. Bei den rechten Engines, das heißt also Right Engine und Right Engines N1.Object, ist das genau andersherum. Die Zahl ist zwar dieselbe, aber ohne Minus, also 030,20. Und dann gibt es noch die Definition darüber, wie hoch oder tief das Engine sein muss. Das ist in beiden Fällen wieder gleich und lautet -008,30. Falls euch das ein bisschen zu schnell ging, drückt einfach kurz auf Pause, ich lasse das hier kurz stehen, dann könnt ihr sehen, wie genau die Werte für die Pratt & Whitney Engines am 330-300 heißen müssen. Damit sind wir dann zwar mit der linken Seite durch, aber die rechte fehlt noch. Wir orientieren uns jetzt an dem, was rechts steht.
Schauen wir also zuerst auf diese drei grauen Balken hier. Wir editieren sie zuerst für die Triebwerksobjekte und danach für die Particles. Bei den normalen Triebwerksobjekten, das heißt Left Engines Object und Right Engines Object, müssen wir dort Folgendes eintragen. Bei Lighting, Außen, bei Shadow Mode, All Views, also alle Ansichten, und keine Vorbefüllung. Genau dasselbe auch bei den rechten Engines, also Außen, alle Ansichten und keine Vorbefüllung. Zusätzlich dazu haken wir bei diesen Objekten, das heißt Right und Left Engine, High Resolution an. Bei den N1 Objekten müssen wir dort Folgendes eintragen. Das Lighting für Außen, der Shadow Mode für Nicht und Vorbefüllt. Auch das bitte bei dem anderen N1 Objekt. Die Particles, die hier unten stehen, lassen wir genauso wie sie sind. Die werden wieder nicht verändert. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, das heißt also das Eintragen der Objekte auf der linken Seite, die Änderung von dem auf der rechten Seite und das Anhaken von High Resolution bei den Engine-Objekten, dann seid ihr in diesem Listenfenster fertig. Schließt es bitte mit Klick auf das X. Und ihr seht schon, was passiert ist, oder? Die Pratt & Whitney Engines, die vorher noch in der Nase vom A330 rumgehangen haben, befinden sich jetzt unter dem Flügel vom Flieger. Genau da, wo sie hingehören, und genau so wird das später auch im Sim dargestellt. Eine Sache fehlt aber noch. Um den Flieger am Ende auch im Sim identifizieren zu können, müsst ihr hier oben wieder auf Standard klicken und dann auf Autor gehen. Das, was ihr hier seht, ist die Identifikation des Fliegers im Simulator. Wir brauchen hier aber nur die erste Zeile, nämlich Name for Explain UI, denn das hier ist der Name, wie der Flieger in eurem Sim dargestellt wird. Im Moment steht da Airbus A330-300. Ihr solltet ihn aber eindeutig benennen, sodass ihr, wenn ihr ihn seht, direkt wisst, dass ihr da die Pratt & Whitneys dran gebaut habt. Schreibt also am besten einfach ein PW für Pratt & Whitney dahinter oder von mir aus auch direkt ausgeschrieben Pratt & Whitney. Wichtig ist, dass es deutlich sein muss, denn damit habt ihr im Endeffekt einen Airbus A330-300 und einen Airbus A330-300 Pratt & Whitney. Mit dieser Benennung ist sichergestellt, dass ihr genau wisst, welcher die Pratt & Whitneys hat und welcher nicht. Wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt, klickt ihr auf File und Save. Alternativ könnt ihr auch den Tastaturcode STRG S benutzen. Die Installation der Pratt & Whitney Engines ist damit abgeschlossen. Auf genau diese Art und Weise, das heißt mit exakt denselben Schritten, installiert ihr auch für die anderen Flieger und alle anderen Engines. Wenn ihr also zum Beispiel die General Electrics für den A330-300 installieren wollt, macht ihr das auf exakt dieselbe Weise. Ihr macht euch eine Kopie vom Standard A330, fügt die wieder ein, benennt sie so eindeutig um, dass ihr genau wisst, was für ein Flieger das ist, kopiert die Objekte aus dem General Electrics Ordner in die Objekte des Standard 330, den ihr gerade kopiert und umbenannt habt, geht in den Planemaker, fügt die Objekte hinzu und löscht die Trent 700 Engines. Dann editiert ihr die Koordinaten, welche das sind, findet ihr in der Videobeschreibung, geht danach auf Autor, benennt den Flieger so eindeutig um, dass ihr ihn einwandfrei identifizieren könnt und speichert das Ganze. Der Prozess der Engine-Installation ist immer absolut identisch. Das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Koordinaten. Ganz fertig sind wir hier aber noch nicht. Die Engines sind nämlich leider etwas älter. Das bedeutet, dass sie nicht auf X-Plane 12 optimiert sind und damit die Reverser nicht funktionieren. Wir können das Ganze aber ändern, und zwar ziemlich einfach. Zu diesem Zweck geht ihr in den Objects-Ordner und dann in den Engine-Objects-Ordner von dem Flieger, den ihr gerade editiert habt. Ihr braucht dort die Pratt & Whitney Left und Right Engine Object. Diese Objektdateien müsst ihr mit einem Texteditor eurer Wahl öffnen. In meinem Fall tue ich das hier mit dem Standard-Editor, es geht aber auch jedes andere Textbearbeitungsprogramm. Was ihr hier bekommt, sieht zwar ziemlich unübersichtlich aus, ist aber nicht weiter schlimm, denn das, was ihr machen müsst, sind Dinge suchen und sie durch etwas anderes zu ersetzen. Ihr geht also auf Bearbeiten und Suchen und fügt das dort ein, was ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Ihr müsst also diese Zeile, die ich euch dort in die Videobeschreibung gepackt habe, suchen. Wichtig ist dabei, dass ihr auf die letzten Buchstaben achtet, denn REV-L, also Left, geht nur für die linke Objektdatei und
REV-R, also write, geht nur für die rechte Objektdatei. Wenn ihr in der Objektdatei für das linke Triebwerk seid, geht also nur REV-L und REV-R funktioniert nur dann, wenn ihr in der rechten Objektdatei seid. Bitte beachtet das, denn wenn ihr in der rechten Objektdatei das für links sucht, dann werdet ihr nichts finden. Diese Codezeile hier gibt es mehrere Male in der Objektdatei. Ihr müsst jede einzelne davon finden. Jede einzelne davon muss außerdem durch das ersetzt werden, was ebenfalls in der Videobeschreibung steht. Schauen wir also mal nach. Wir drücken Enter und sehen dann hier genau die Zeile, die gefunden werden soll. Diese Zeile, die hier jetzt markiert ist, ersetzt ihr in der linken Objektdatei hiermit. Das steht aber auch in der Videobeschreibung. Und in der rechten Objektdatei mit fast genau demselben, nur steht hier in den Klammern statt der 0 dann eine 1 drin. Auch das steht aber in der Videobeschreibung. Ihr müsst jede einzelne Zeile damit ersetzen. Es darf keine einzige übrig bleiben. Alle diese Zeilen hier, die markierten, müssen also gefunden und durch das hier oben, was in der Videobeschreibung steht, ersetzt werden. Das macht ihr bitte bei der linken Objektdatei und bei der rechten Objektdatei. Wenn ihr eine dieser Zeilen vergesst oder es nicht editiert, dann wird die Animation der Reverser nicht funktionieren. Die Reverser an sich funktionieren dann zwar trotzdem, aber ihr seht sie halt nicht. Also ersetzt ihr alle diese Dateien hier, so zum Beispiel und so zum Beispiel, in der linken Engine-Datei und speichert sie bitte hinterher. Und in der rechten Objektdatei macht ihr das bitte ebenfalls und ersetzt sie durch die Zeile. Auch hier bitte alles ersetzen und am Ende speichern. Wenn ihr damit fertig seid, habt ihr die Engines für den X-Plane 12 installiert. Und so sehen die Triebwerke übrigens im SIM aus. Ziemlich gut, wie ich finde. Und das zeigt auch, dass sie ohne Probleme am Standard 330 funktionieren, egal ob sie nun für den JAR 330 gemacht sind oder eben auch nicht. Und am Ende nochmal die kurze Erinnerung daran, dass alle Engines gleich installiert werden. Ich weiß, dass es lästig ist und ich habe es dieses Tutorial schon öfter gesagt, aber ich finde, man kann es gar nicht oft genug erwähnen, denn die Triebwerke werden exakt gleich installiert. Der Vorgang des Kopierens, Einfügens und des Bearbeitens im Editor ist exakt dasselbe. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass sich die Koordinaten unterscheiden. Welche Koordinaten ihr für welchen Triebwerkstyp an welchem Flieger einfügen müsst, findet ihr in der Videobeschreibung. Auch das, was ihr mit dem Editor in den Objektdateien bearbeiten müsst, findet ihr dort. Ich habe euch das alles genau aufgeschrieben, sodass nichts mehr schiefgehen kann. Das Ganze sieht zwar am Anfang wie eine relativ komplexe Prozedur aus, entpuppt sich aber, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, als eigentlich ziemlich einfach. Und natürlich ist das Ganze auch positiv, denn wenn man sich die ganze Arbeit einmal gemacht hat, dann hat man den 330 mit allen Triebwerksvarianten. Das finde ich richtig cool, denn damit kann man zum Beispiel Air France mit den General Electrics fliegen, genauso wie die das auch in echt machen. Ich hoffe also, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn das so war, wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse, am besten wäre aber beides. Und bitte vergesst nicht, dass ihr diejenigen seid, die diesen Kanal hier überhaupt erst am Laufen halten. Falls euch das also so sehr gefällt, dass ihr mich nicht nur mit Daumen hoch oder Abo, sondern auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr mir zum Beispiel eine Spende über Typestream, Patreon oder die Kanalmitgliedschaft zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Falls euch aber nicht gefällt, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare, was genau euch nicht gefallen hat. Nur mit eurer Hilfe kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und bei genau diesem nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen und macht's gut.